Ja, das Wetter macht ernst und auch unser folgendes Thema ist jetzt kein Scherz. Der Papst geht juristisch gegen das Satiremagazin Titanic vor. Er fühlt sich durch ein Cover verunglimpft. Wenn Religion auf Satire trifft, dann ist es ja meist schnell vorbei mit dem Spaß, da der Satire ihrem Wesen gemäß nichts heilig ist. Christian Semm. Die katholische Kirche ist mächtig sauer auf die Titanic-Redaktion. Das ganze Cover dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Es zeigt den Papst auf der Vorderseite mit einem Urinfleck auf seiner Soutane. Auf der Rückseite des Gewands ein Kotfleck. Das Titelblatt ist eine Anspielung auf undichte Stellen im Vatikan. Die Spitzelaffäre um den päpstlichen Kammerdiener Paolo Gabriele. Titanic-Chefredakteur Leo Fischer, selbst Katholik, versteht den ganzen Wirbel nicht. Provokation gehört hier zum Geschäft. Durch die gerichtliche Verfügung darf das Titelbild nun nicht mehr verbreitet werden. Die Titanic-Redaktion findet das Cover nicht verletzend. Die Interpretation, man sehe einen inkontinenten Papst, sei ein Missverständnis. Wir sehen einen sehr menschlichen, einen sehr bewegten Papst, der im Überschwang der Emotionen eben etwas Limonade über seine Soutane vergossen hat. Mehr haben wir mit diesem Titel gar nicht bezweckt. Schon oft war das katholische Kirchenoberhaupt auf der Titelseite der Titanic. Doch die Grenze der Satire sei nun weit überschritten, heißt es aus der Kirche. Wenn eine Person wie der Papst als inkontinent dargestellt wird, auf der Titelseite des Magazins und auf der Rückseite, ist das inakzeptabel. Hier werden Persönlichkeitsrechte verletzt. Das hat nichts mehr mit Satire zu tun, nichts mehr mit der Freiheit der Kunst. Wenn der Chefredakteur nur von verschütteter Limonade spricht, scheint er sein eigenes Magazin nicht mehr im Blick zu haben und die Rückseite dieses Magazins nicht mehr zu kennen. Vor dem Frankfurter Dom ist die Meinung über das Titanic-Cover geteilt. Impossible. Tut mir leid. Unmöglich. Schade. Warum? Ist eine verhohene Betitelung. Wenn man das jetzt vielleicht einem Schwergläubigen vor die Nase hält, dann nicht mehr witzig, aber ich finde okay. Die undichte Stelle ist gefunden. Sauerei hier. Die Prostata funktioniert nicht mehr, gell? Aber das ist eine Altherrenkrankheit. Tut mir leid. Das ist nicht mehr Satire, ist pietätlos. Sauerei. Das Satiremagazin will das Titelbild nun nicht mehr verbreiten. Auf der Titanic-Homepage sieht man nun den Papst mit zwei Limonadenflaschen in der Hand. Außerdem will die Titanic Benedikt XVI. Noch auf einen Kaffee in die Redaktion einladen. Halleluja, 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 Halleluja.